Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Health and Beauty Talk. Der Podcast mit wichtigen und spannenden Informationen aus erster Hand. Rund um die plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. In Zusammenarbeit und präsentiert vom Zentrum für plastische Chirurgie von der Klinik Pyramide. pyramide.ch/plastische-chirurgie. Willkommen zu der neuesten Ausgabe vom Health and Beauty Talk. Wir arbeiten hier eng zusammen mit Expertinnen und Experten von der Klinik Pyramide am See, zum Beispiel wie heute mit dem Dr. Georg Növer. Das Thema heute ist Fettabsaugen, Hautstraffung, Bodylift. Herr Dr. Növer, naiv gefragt, warum saugt man Fett ab und baut es nicht ab, zum Beispiel durch Sport und Ernährung? Das ist eine ganz gute Frage. Und das ist eigentlich auch immer der erste Gedanke, der mir kommt, wenn Patienten mit dem Wunsch nach einer Fettabsaugung kommen. Es ist aber so, eine Fettabsaugung ist eine Operation, die sinnvoll ist, wenn Patienten mehr oder weniger normgewichtig sind. Man hat genetisch leider die Problematik, die man schon bei der Mutter oder beim Vater findet, dass der Körper Fett an Stellen absetzt, wo man es eigentlich nicht haben möchte. Also man kann normgewichtig sein und trotzdem einen Ring um den Hüften haben oder bei Frauen zum Beispiel Fettdepots im Bereich der sogenannten Reiterhosen, das heißt an der Außenseite der Oberschenkel oder an der Innenseite oder im Flankenbereich oder auch an den Oberschenkeln vorne, an den Knien, an den Unterschenkeln. Bei Männern im Bereich der Brust, also Männer können schlank sein und trotzdem eine relativ ausgeprägte Brust haben. Und das sind Indikationen, um eine Fettabsaugung durchzuführen. Es geht dann eigentlich nie darum, dass man eine Gewichtsreduktion ersetzt. Das heißt, wenn jemand kommt mit 1,70 groß, 90 Kilo und beklagt seinen Bauch, dann werde ich den erstmal ins Fitnessstudio schicken. Also da gibt es nicht sofort das Fettabsaugen und das Problem ist gelöst. Weil das Problem wäre dann wahrscheinlich eben nicht gelöst. Da hat es schon ein bisschen angetönt, es gibt gravierende Unterschiede da bei der Fettablagerung zwischen Mann und Frau. Das ist so. Es gibt gewisse typische Regionen. Eben, ich habe es schon gesagt, bei den Frauen ist es eher Flanken, Oberschenkel außen, innen, Knie und manchmal Unterschenkel, Oberarme auch nicht so selten. Und bei den Männern ist es häufig am Bauch, Flankenbereich und Brust. Und was natürlich bei Männern und Frauen nicht so selten vorkommt, ist ein Doppelkinn, was durch Fett, also durch fettvermehrte Einlagerungen bedingt ist. Ja, nicht nur ein Hautüberschuss, den kann man durch eine Fettabsaugung natürlich nicht beseitigen, aber ein relativ kräftiges Depot unterm Kinn, was auch bei jüngeren Menschen auftreten kann und was durchaus unschön wirkt. Aber das Fett kommt ja von irgendwo her. Das ist schon auch Mangelbewegung, Mangelernährung und nicht nur genetisch, oder? Nein, das ist nicht Mangelernährung. Es ist eben so, dass man den Körper durch Sport nicht zwingen kann, an einer bestimmten Stelle abzunehmen. Also wenn jetzt jemand genetisch bedingt zum Beispiel eine relativ dickere Bauchdecke hat, also Fett zwischen Haut und Muskulatur hat, dann kann er nicht durch Bauchmuskelübungen seinen Körper zwingen, an der Stelle abzunehmen. Dann ist eigentlich nur die Möglichkeit gegeben, das mittels Fettabsaugung zu machen. Und ich spreche ja immer von normgewichtigen Patienten. Das heißt, es ist eine Fettverteilungsstörung. Mhm. Also die Patientin oder der Patient kommt zu euch, wenn der normalgewichtig ist, wird er das dann in Zonen eingeteilt oder wie geht ihr da vor? Nun, es ist doch so, wenn wir uns jemanden im Bikini oder in der Basehose vorstellen, dann haben wir schon eine Vorstellung, was eine gute Figur ist und was nicht so eine gute Figur ist. Und die Problemzonen sind eigentlich in der Regel sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und es sind eben die angesprochenen Zonen. Und dann muss man einfach überlegen, ist es etwas, was man mit einer Fettabsaugung behandeln kann? Oder ist die Problematik zum Beispiel nach durchgeführter Gewichtsreduktion so, dass die Haut nicht mehr die Qualität hat, um sich gut anzupassen und dass man unter Umständen über irgendwelche Straffungsoperationen sprechen muss? Wie misst man eigentlich die Menge vom Fett? Wie geht ihr da vor, dass ihr ungefähr wisst, wie viel das da weg muss? Die Menge kann man eigentlich nicht gut vorher bestimmen. Das ist Erfahrungssache. Sondern es geht eigentlich immer darum, dass man ansprechende Konturen durch eine Fettabsaugung erreicht. Man kann aber natürlich gut feststellen mit einem ganz einfachen Kneiftest, indem man also einen Hautteil im Bereich, zum Beispiel vom Bauch, zwischen Daumen und Zeigefinger nimmt. Und dann sieht man, was man zwischen den Fingern hat, ist die doppelte Schicht der Fettdicke. Ja, und das kann man bestimmen, das sind zum Beispiel dann 4 cm und dann weiß man, die Fettschicht sind 2 cm. Wenn man da eine Absaugung durchführen würde, kann man das vielleicht auf 0,5 bis 1 cm reduzieren. Man muss immer etwas Fett übrig lassen
Und um eine Vorstellung davon zu bekommen, was als Ergebnis erreichbar ist, mache ich es häufig so, dass ich ein Foto mache und dann zeichne, wie die Kontur ungefähr sein kann nach der Operation. Und dann ist es wichtig, dass Patienten sich überlegen, ja, wenn ich das ungefähr erreichen kann, wäre das das, was ich mir vorstelle oder würde ich mir mehr vorstellen? Mhm. Und da muss ich sagen, dann ist Training angesagt. Sehr gut, also Sport kann man nicht ganz außen vor lassen. Nein. Das Fett, ist das, wir reden von Absaugen, ist das flüssig in dem Fall? Nein, Fett ist nicht flüssig, Fett ist relativ fest. Es ist unterschiedlich fest an verschiedenen Körperstellen. Wenn man das operiert, dann ist es aber so, dass man zunächst eine Flüssigkeit einspritzt, die Fettschicht quasi aufquellen lässt. Und dann verwenden wir Kanülen. Das sind Stahlröhrchen, die vorne kleine Öffnungen haben, die mit einer Pumpe verbunden sind. Dann gibt es auch Methoden, mit denen man mit Ultraschall oder mit Laser oder mit einer Vibrationskanüle das Fett auflockert. Aber allen ist gemein, dass man das dann absaugt. Das heißt, bei jeder Passage mit der Kanüle durch das Fettgewebe wird ein wenig abgesaugt. Man durchlöchert quasi den Bereich, der jetzt von der Kontur her nicht so gut ist, wie zum Beispiel die Fettschicht am Bauch, wie einen Schweizer Käse. Also wenn man dann hinterher ein Stückchen da rausschneiden würde und das unter dem Mikroskop anguckt, dann sind da ganz, ganz viele Tunnel im Fettgewebe. Und was dann passiert nach der Operation ist, dass diese Tunnel vernarben und dadurch die Haut wieder gestrafft wird. Aber die Fettzerstörung oder respektive das Fett flüssig machen, ich sage es jetzt sehr einfach, sind das zwei Prozesse, absaugen und zuerst flüssig machen. Ist da noch Zeit dazwischen oder passiert das alles im gleichen Schritt? Nein, das passiert im gleichen Schritt. Also es ist so, dass der Bereich, der behandelt wird, zunächst mal mit Flüssigkeit aufgefüllt wird. Dann wird das Fettgewebe weicher. Es ist nicht so, dass es dann verflüssigt wird. Verflüssigen kann man es mit dem Ultraschall. Das Ergebnis von einer solchen Operation hängt eigentlich nicht so davon ab, welche Technik man da verwendet hat, sondern wie gut der Operateur das kann. Ja. Weil es geht darum, eben eine ansprechende Kontur herzustellen. Also das ist eigentlich egal, ob man dann einen Ultraschallabsauger oder einen Laserabsauger oder eine normale Absaugkanüle verwendet. Ist das auch eine Gefühlssache oder ist das mal von ganz klar berechnet, wo man wie viel absaugt? Das kann man eben nicht berechnen. Man muss sich überlegen, man muss berücksichtigen, wie ist die Kontur der Muskulatur unter der Fettschicht. Und das ist eben gar nicht so einfach. Man macht also vor der Operation eine genaue Anzeichnung des Bereichs, der behandelt wird. Aber wann man dann mit dem Absaugen aufhört, das ist eine ganz individuelle Entscheidung und die ist sehr erfahrungsabhängig. Und es ist sicher immer sinnvoll, lieber ein bisschen Fett zu viel zu lassen, wenn man schon nachkorrigieren muss, als dass man zu viel entfernt hat und dann wieder irgendwo Fett einspritzen muss, weil das sind die Behandlungsmöglichkeiten, die man hätte, wenn man jetzt keine gute Kontur erreicht hat. Also wenn Dellen, Hautunregelmäßigkeiten oder so dadurch produziert werden, dann ist das natürlich ein unschönes Ergebnis und dann muss man nachkorrigieren. Das Risiko besteht in sicher 10% der Fälle. Wird das irgendwie parallel gemacht, dass wenn man jetzt auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, oder wird da wirklich eins nach dem anderen, dass man ein bisschen die Ästhetik sieht? Würde es ja noch Sinn machen, wenn man würde auf der Seite vielleicht parallel absaugen? Also davon halte ich nicht sehr viel. Ich denke, das muss der Operateur auf beiden Seiten machen. Häufig haben wir sowieso schon Asymmetrien. Also wenn man eine Patientin anschaut, die Reiterhosen hat, dann ist das in den seltensten Fällen ganz symmetrisch angelegt. Und dann muss man eben vorher sich eine Vorstellung machen, wie groß ist der Unterschied? Ja, sind es 100, 150, 200 Milliliter? Weil das ist ja das Einzige, was man sieht. Und sonst tastet man bei der Operation, wie ich gesagt habe, mit diesem Fingertest, wie dick ist noch die Fettschicht, die noch übrig geblieben ist. Ist das eine Vollnarkose oder ist das lokale Anästhesie? Man kann das ohne weiteres in einer örtlichen Betäubung machen, wenn es kleinere Gebiete sind. Da gehen die Meinungen etwas auseinander. Es gibt also Chirurgen, die also auch große Fettabsaugungen in örtlicher Betäubung machen. Ich ziehe es vor, in solchen Fällen eine Narkose zu machen, weil das Einspritzen des Betäubungsmittels ist durchaus auch schmerzhaft. Und gerade wenn man größere Areale verbraucht, behandelt, dann braucht man relativ viel örtliches Betäubungsmittel und das ist auch nicht risikolos. Also es wird manchmal so dargestellt, als ob die Operation, wenn man sie in örtlicher Betäubung macht, völlig unproblematisch wäre. Das ist eben nicht so. Ja. Und meine Politik ist eigentlich, dass wenn ich jetzt eine Operation habe, bei der ich jetzt zum Beispiel die Oberschenkel außen und innen operieren würde, dann würde ich empfehlen, das in einer Narkose zu machen. Und ein ganz heikler Punkt, wenn man das Fett rausgenommen hat, hat man unter Umständen viel zu viel Haut. Wann wird denn eine Hautstraffung nötig?
Eigentlich nicht, wenn man eine gute Indikation für die Fettabsaugung gewählt hat. Man kann das ganz gut vorher feststellen. Wenn die Haut relativ straff ist, wird die sich durch die Operation auch eigentlich noch weiter straffen. Und das sieht man häufig sogar bei Patienten, die relativ viel Fett hatten, dass die Hautqualität durch eine Fettabsaugung besser geworden ist. Wenn aber jemand, sagen wir mal, von 120 Kilo auf 70 Kilo abgenommen hat, ob durch Diät oder durch eine Magen-Bypass-Operation, dann ist die Haut so erschlafft, dass eine Fettabsaugung alleine gar nicht sinnvoll ist, sondern dann muss man von vornherein eine Hautstraffung eventuell kombiniert mit einer Fettabsaugung einplanen, um eine ansprechende Kontur dann zu erreichen. Sieht man das schon im Vorfeld vor der Operation? Ja, sowas würde man sehen. Ja, das sind dann die Patienten, die schon eine Bauchfettschürze haben oder bei denen das Gesäß ganz stark hängt. Oder es gibt bei diesen Patienten, die massiv Gewicht verloren haben, das ist die sogenannte, nach sogenannter bariatrischer Chirurgie. Da gibt es also verschiedene typische Körperzonen, auch im Bereich unterhalb vom Schulterblatt, an den Armen, an den Brüsten, an den Oberschenkelinnenseiten, wo die Hautverhältnisse so schlecht sind, dass es ganz klar keine Indikation für eine Fettabsaugung ist, sondern für Straffungsoperationen. Straffungsoperationen kann man eben an den verschiedenen Körperstellen durchführen, nicht? Also häufig sind es die Oberschenkelinnenseiten, dann Bauchdeckenstraffung, das ist wahrscheinlich das häufigste als Straffungsoperation. Man kann die Oberarme innenseitig straffen, man kann auch ein sogenanntes Bodylifting machen, das ist quasi eine Rundumstraffung, also es resultiert da eine Narbe oberhalb vom Gesäß, die dann vorne oberhalb der Schambehaarung läuft und damit kann man gleichzeitig Gesäß straffen, seitliche Oberschenkel straffen und Bauch straffen. Das alles im Zusammenhang mit dem Fettabzug oder unabhängig von das hat jetzt mit Fettabzug gar nichts zu tun, das sind Operationen, die in der Regel notwendig werden, wenn jemand massiv Gewicht verloren hat. Also jemand adipös war und dann plötzlich wirklich in einer sagenhaften Diät auf ein Normalgewicht kommt, der kommt die Haut nicht mehr mit und das wird sich auch nicht gross verändern im Verlauf der Zeit. Nein, das wird nicht mehr besser. Das wird nicht mehr besser. Also da spreche ich jetzt von Gewichtsreduktion von 30 Kilo plus. Es ist ein bisschen verführerisch, dass man das Gefühl hat, man hätte relativ schnell mit Fettabzug eine Bikini-Figur, ein Sixpack. Da muss man, glaube ich, vorsichtig sein, oder? Mit solchen Annahmen. So einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Also man muss wirklich immer sehen, wie sind die Grundvoraussetzungen des Körperbaus. Nicht? Und wenn jetzt jemand bei 1,80 75 Kilo wiegt und dann etwas zu viel Fett an der Brust hat, dann wird er nach der Operation sicher eine deutliche Verbesserung haben. Nicht? Aber jetzt zum Beispiel ein Sixpack da rauszuarbeiten, ist schon eher schwierig. Es gibt Techniken, mit denen man das machen kann, dass man also im Fettgewebe ganz gezielt zum Beispiel die Quereinrillungen, die man bei einem Sixpack hat, dass man die simuliert. Aber das halte ich also für etwas übertrieben, das mache ich eigentlich nicht. Und es ist natürlich auch so, es muss man auch bewusst sein, wenn man weiterlebt wie bisher, dann kommt das Fett wieder. Das ist nicht abgesogen und für immer weg. Das kann man so nicht sagen. Wenn man sein Gewicht hält, dann wird das Ergebnis definitiv sein. Also, aber das ist die Voraussetzung. Das ist die Voraussetzung. Es ist schon so, wenn man natürlich nach so einer Operation sehr viel isst und 10 Kilo zunimmt, dann werden sich diese 10 Kilo irgendwo ablagern. Aber man wird die Konturverbesserung eigentlich permanent haben. Das heißt, da, wo man abgesaugt hat, wird sich noch etwas Fett ablagern, aber nicht mehr in dem gleichen Maß, wie das vor der Operation war. Also die Konturverbesserung ist definitiv. Was für weitere Auswirkungen hat so ein Fettabzug auf den Körper? Ist ja gleich irgendein Eingriff. Ja, also man hat das untersucht, zum Beispiel bei Patienten, die Diabetiker waren. Da braucht es sehr große Mengen an Fettreduktion, damit sich das auf den Stoffwechsel auswirkt. Also jetzt eine Fettabsaugung, um einen Diabetes zu verbessern, ist bis jetzt keine gute Idee. Ja, sondern da braucht es eine Gewichtsreduktion, wenn es denn ein Diabetes ist, der durch Übergewicht ausgelöst ist. Häufig hat man ja andere Probleme, die zum Diabetes führen. Also es gibt ja sehr schlanke Patienten, die zuckerkrank sind. Und bei denen kommt schon überhaupt nicht in Frage, eine Fettabsaugung deswegen zu machen. Also man hat das untersucht, aber das bei den Mengen, über die wir hier sprechen, also man wird zum Beispiel eine Fettabsaugung selten nicht machen, wenn mehr als 6 Liter in einer Operation abgesaugt werden, weil das durchaus dann zu anästhesiologischen Problemen führen kann. Dann gibt es solche Verschiebungen vom Flüssigkeitshaushalt im Körper, dass Patienten dann auf der Intensivstation landen können, wenn man da zu aggressiv ist. Und wenn man jetzt 2 Liter Fett oder 3 Liter Fett absaugt, dann hat das keine wesentlichen Auswirkungen auf den Stoffwechsel.
Was ist so der gute Input? Was ist so die Regel, die man absaugt? Ist das so die Menge? Also es gibt eigentlich nur die Regel, was man maximal machen sollte. Und das ist sicher Bereich 5 bis 6 Liter Fett. Komplikationen? Was kann da passieren? Ja, also das, denke ich, das Übelste, was nach so einem Eingriff passieren kann, wäre eine Infektion. Man hat ja relativ kleine Schnitte. Also die Schnitte, über die die Kanülen eingeführt werden, die sind einen halben Zentimeter lang. Aber darüber kann es natürlich auch zu einer Verbreitung von Keimen ins Unterhautfettgewebe kommen. Und da das Gewebe ja dann großflächig traumatisiert ist, wenn man dann einen Abszess bekommt, das kann natürlich das Ergebnis einer solchen Operation völlig zunichte machen. Deshalb geben wir Antibiotika und operieren auch genauso steril, wie wenn wir im Bauchraum operieren würden oder im Gesicht. Das ist wichtig bei der Operation. Also einen Infekt muss man unter allen Umständen vermeiden. Aber man kann natürlich einen Patienten eine halbe Stunde desinfizieren, man hat immer noch Keime auf der Haut. Also das Risiko ist gegeben, es ist im Bereich von 0,5% ungefähr. Blutergüsse gibt es sehr häufig, die werden sich innerhalb von etwa 14 Tagen auflösen. Man hat eine Zeit lang Gefühlsstörungen in dem Bereich, also vermindertes Gefühl, da wo operiert worden ist, das normalisiert sich aber eigentlich. Und die häufigste Komplikation, das ist etwa 10% Nachkorrektur. Also, dass es nicht zufriedenstellend ist, genau. Das Ergebnis. Wo man einfach auch nichts machen kann im Vorfeld, wo man nicht einfach nicht hat gesehen, wie das reagiert. Ja, das hat was mit der Operationstechnik zu tun. Also ich denke, je erfahrener ist, umso weniger Nachkorrekturen hat man. Aber der von sich sagt, dass ich habe nie Nachkorrekturen, den muss man mit Vorsicht genießen. Genau. Wie lange geht es, bis man wieder einsatzfähig ist? Oder relativ schnell, nehme ich an, oder? Ja, also berufsmäßig, wenn man jetzt keinen körperlich anstrengenden Beruf hat, 3, 4, 5 Tage, denke ich. Wenn man körperlich sehr aktiv ist, braucht es vielleicht 10 Tage. Sport nach 3 bis 4 Wochen. Das Endergebnis braucht in der Regel 2 bis 3 Monate. Und man muss als Nachbehandlung meistens ein Kompressionsmieder tragen für 4 bis 6 Wochen. Dass das Ganze ein bisschen zusammengehalten wird. Ja. Gibt es irgendwie Alterseinschränkungen? Oder kann man werden da zum Teil auch irgendwie Jugendliche operiert? Oder sagen Sie da also unter 18 machen wir das eigentlich nie. Das ist eher eine Frage, wie das Körperbild sich entwickelt. Also man sollte schon eine stabile psychische Situation haben. Ja. Aber wenn jetzt jemand mit 15 schon ausgeprägte Reithosen hat, dann kann man die Patienten natürlich schon informieren und sagen, gut, also bei Ihnen wird höchstwahrscheinlich die Indikation gegeben sein und man wird da was tun können, damit die nicht psychisch total dekompensieren. Denn ich denke, im jugendlichen Alter von 14, 15 Jahren wird man ja schon sehr bewusst angeschaut und schaut sich auch selber bewusst an. Und wenn man jetzt wirklich da ein Problem hat, was vielleicht dann schon bei den Eltern da war und wo man sieht, wenn ich mal so aussehe, das würde mir jetzt überhaupt nicht gefallen, dann kann man sicher Beratung machen. Und ab Alter 18, das ist nicht so selten, dass wir in dem Alter operieren, weil das wird nicht mehr von alleine besser. Und ich kann mir vorstellen, wenn man gleich irgendwie selber mal ein paar Kilo abnimmt, man ist ja schon wahnsinnig stolz und Selbstbewusstsein wächst schon. Ich kann mir schon vorstellen, dass so nach dem Fettabsaugen da auch etwas passiert, psychisch bei diesen Patienten. Absolut. Also ich habe Patientinnen gehabt, die schon etwas übergewichtig waren, aber die man dann operiert hat und die danach nochmal massiv abgenommen haben und dann mit einer wirklich guten Figur nach 1, 2, 3 Jahren dann rumgelaufen sind. Also manchmal ist das auch ein Anstoß dazu, aber generell sollte man Übergewichtige eigentlich eben so nicht operieren. Danke vielmals für die Informationen. Bis dahin, weitere Informationen gibt es natürlich bei Vertrauenspersonen von euch oder natürlich bei der Klinik Pyramide am See. Das waren Informationen vom Dr. Georg Növe. Health and Beauty Talk. Der Podcast rund um die plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Präsentiert vom Zentrum für plastische Chirurgie von der Klinik Pyramide. pyramide.ch/plastische-chirurgie. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.